komisch, komisch. Oder kann er auf irgendwas hier hinten jetzt nicht zugreifen? Ist natürlich auch noch möglich. Nee, der kann. Ach, jetzt weiß ich, woran das liegt. Ha! Kein Wunder. Er kann da nicht drauf zu. Er zeigt zwar an, dass er es kann, aber ich glaube, er kriegt es nicht hin, weil ihm zwischendurch was fehlt. Nämlich hat er hier nämlich keinen Anschluss mehr hier hinten, wie es aussieht. Obwohl, eigentlich müsste er. Sekunde, ich probiere mal einmal was. Nein, das ist das. Muss ich mal einmal das Provider-Modul einmal gucken. Switch Normal Inventory Include. Empty for all. Nee, das ist eigentlich richtig. Default Root Yes. Vielleicht muss ich das Ding einmal neu starten. Einmal hier das tolle Land hier, um einmal zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber irgendwas ist jetzt hier gerade im Argen. Schade eigentlich. Requesten wir mal einen Stock. Da kommt er. Das Autocrafting funktioniert aus irgendeinem Grunde noch nicht. So, Holzzahnrad requesten wir mal. Und jetzt müsste er eigentlich... Da kommt Stöcker. Und jetzt kommt's. Ah, jetzt funktioniert's. Das ist toll. Okay, jetzt geht's. Jetzt haben wir hier das Zahnrad fertig. Irgendwie ging das wohl irgendwie vorhin noch nicht. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht muss er das erstmal erfassen, was ich überhaupt machen kann oder so. Vielleicht braucht er da eine bestimmte Zeit für, um darauf zugreifen zu können. Ich weiß es nicht. Also warum das jetzt nicht funktioniert hat, ist mir jetzt echt ein Rätsel. Wir lassen es dann einfach jetzt mal dabei. Das funktioniert jetzt schon mal soweit. Ich mache jetzt an dieser Stelle noch eine kleine Pause und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, wir wollen mal gleich zusehen, dass wir heute noch ein bisschen was schaffen. Ich habe nämlich vor, diese Öfen automatisch mit Stöckern heute versorgen zu lassen. Was wir hinkriegen durch ein Versorgungsrohr, und zwar dieses hier. Was jetzt nicht so schwierig ist, wir brauchen blauen Farbstoff und logistische Basisrohre. Ist eigentlich jetzt so nicht das Problem. Das heißt, wir müssen erstmal einmal gucken, dass hier unten Platz drin ist. Ist ein bisschen, okay, das langt. Dann brauchen wir jetzt die logistischen Basisrohre. Diese. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Eisenbahn, Pflastersteine, Transportrohre, Diamanten, Transportrohre. Haben wir alles nicht. Goldbarren wären natürlich dann auch noch wieder schön. Muss mal einmal gucken, was ich mir jetzt gerade leisten kann hier und was nicht. Goldbarren haben wir, okay. Was braucht er noch? Er braucht ein Holzzahnrad. Kann er einmal mitnehmen hier? Dann, was brauche ich noch? Diese hier. Sekunde, Request Nummer 1. Diamantene Transportrohre muss ich mir bauen. Pflastersteinene Transportrohre muss ich mir da reinschmeißen. Eisen- und Goldbarren. Okay, Eisenbarren sollten jetzt, glaube ich, nicht das Problem sein. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen was haben. Jawohl. Habe ich noch mehr Gold? Nehmen wir mal das hier ruhig an Eisen erstmal nur mit. Das soll dann erstmal langen, obwohl die drei schmeißen wir noch mit rein hier. Was soll der Geiz? So, dann haben wir das. Kann man das vielleicht auch noch anders bauen? Ne, das kann man nur so bauen und dann mache ich das so. Und eigentlich müsste ich jetzt auch noch auf Diamantentour gehen zwischendurch nochmal. Ist das alles wieder aufregend. 5 Diamanten habe ich, das heißt, wenn ich noch 2 finde, kann ich mir den Lasertisch bauen und dann kann ich die... Dann geht das sogar. Mache ich das mal eben so hier und den schmeiße ich da noch mit rein. Dann gehe ich jetzt erstmal auf Diamantentour, glaube ich. Ich habe Steinspitzhacken habe ich dabei, Eisenspitzhacken habe ich auch dabei. Das heißt, ich muss jetzt hier nur noch so ein bisschen Kram loswerden. Hellgrün Farbstoff, das packen wir erstmal alles hier rein. So, dann haben wir das. Das nehmen wir mit, das bleibt hier. Das kommt mit, das bleibt hier und der bleibt hier. Dann muss ich mir noch ein Schwert fertig machen. Hab hier jetzt noch Steine drin? Nein, ich habe keine. Dann benutzen wir das doch gleich mal hier, das tolle Teil, um mir ein paar Steine zu machen. Ich nehme mal 4 Steine, bitte.
Und es kommt nichts. Doch, da kommen sie. Sehr schön, da haben wir die 4 Steine. So, machen wir uns das mal eben fertig hier. 2 Steinschwerter nehme ich mir mal lieber mit. Die Werkbank nehme ich mir vorsichtshalber mit. Was dann noch ganz schön wäre, wäre noch ein Obsidian-Transportrohr. Das saugt nämlich Sachen auf, die man irgendwo reinschmeißt oder hinlegt. Die werden dann aufgesaugt und dann ins Transportsystem mit reingenommen. Die wären momentan gar nicht verkehrt, aber was soll's. Brauche ich jetzt erstmal nicht, glaube ich. Habe ich meinen... Ne, den habe ich jetzt natürlich nicht da. Wo ist mein Lieblingsturtle? Habe ich den hier drinne? Da habe ich meinen Lieblingsturtle. Ich wusste doch, ich habe die Sau irgendwo hingepackt. Hier, den nehmen wir auch noch mit. Der kann gleich mitarbeiten unten. Ja, dann wollen wir gleich mal runter. Dann kann der schon mal eine Linie fertig machen, während ich an der zweiten arbeite. Dann haben wir das Ganze gleich ein bisschen schneller. Finden wir vielleicht noch ein bisschen was Interessantes. Mal gucken. So, wo muss ich hin? Wo geht das? Da ist die erste, da ist die zweite. Und das hier ist dann die dritte Reihe. Dann machen wir das mal gleich fertig. Setzen wir, ich würde sagen, wir setzen den erstmal oben hin. Da. So, dann sage ich ihm hier, das kriegst du rein und Tunnel 50, dann kann er hier gleich loslegen. Und ich fange mal hier unten an, den Kram wegzubauen. Dann kann man hier schön in 2 Linien arbeiten. Mit dem zweiten Turtle würde das jetzt natürlich auch wahnsinnig gut gehen, aber man kann nicht alles haben. Kann ich hier nochmal ein bisschen helfen zwischendurch hier. Dem werde ich helfen, dem Sau. So. Machen wir das hier mal eben so schnell. So, haben wir das. Dann haben wir wieder ein bisschen Erde, die wir hier wieder rausnehmen können. Er kann mal wieder ein bisschen Gas geben da oben. So, was haben wir hier? Das ist der Mist. Hat er was gefunden? Einiges gefunden hier gerade schon, wie ich sehe. Aber das lassen wir erstmal drin. Ich suche ja erstmal Diamanten. Und vor allem suche ich erstmal Fackeln hier gerade. So. Machen wir das mal eben so hier. Immer schön vorwärts. Jetzt hat er mich schon überholt da oben, die alte Potsau. Das geht ja gar nicht hier gerade. Ob ich dem erlaubt, so schnell zu sein? Kommen wir mit den Fackelsätzen gar nicht hinterher, denn. Vor allem, weil ich hier gerade diesen Pumis hier habe, der. Ja, der wahnsinnig lange braucht zum Abbauen, wie ich gerade merke. Also normale Steine gehen ja wesentlich schneller. Fackel setzen und weiter im Text. Eieiei. Tü-tü-tü. So. Jetzt muss ich aber echt Gas geben hier langsam. Meine Fresse, der ist ja extrem schnell, die Sau. Was ich hier auch noch jetzt demnächst schnell machen möchte, ist mal die Steinverarbeitung so ein bisschen hinzukriegen, damit ich, ja, ich habe bald zu viel Pflastersteine und dafür werde ich jetzt ein bisschen was brauchen an automatischen Crafting Tables. Man kann ja mit den Steinen kann man größere Steine machen, obwohl ich weiß gar nicht, ob der Mod hier drin ist. Eigentlich müsste er hier drin sein, aber ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Das muss ich gleich nochmal ausprobieren. Eieiei, der haut aber auch einen Schlag rein hier. Jetzt muss ich aber zusehen hier. Ja, den kriege ich jetzt so nicht weg, das mache ich dann mal so. Was, wo kommt das Wasser her? Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Flut im Schacht hier, das ist ja... So, das machen wir mal so. Eieieiei, der ist ja schon wieder so flink. Da vorne hat er schon wieder Platin gerade gefunden, wie es aussieht. Kommt
Wasser denn her hier? Ich sehe hier gar kein Wasser, wo das herkommen könnte. Ja, und jetzt sind mir gerade die Spitzhacken ausgegangen, die steinernen. Das heißt, ich muss ihm mal hier oben ein bisschen assistieren, jetzt gerade mit den Fackeln. Der hat ja noch ein bisschen was vor sich hier gerade. Dann kann ich den lieber hier unten gleich nochmal ransetzen. Tück, tück, tück. Und die Eisenspitzhacken möchte ich jetzt hier gerade weniger gerade verwursten. Obwohl, ich möchte jetzt einmal wissen, wo jetzt das Wasser hier gerade herkam. Das ist ja, das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Das ist Uran. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein gerade. Hier ist Mimicry Ore. Nehmen wir gleich mal raus. Hallo? Wo ist denn das? Und das Redstone-Gedöns kann ich ja eigentlich auch gleich ausbauen, hier, wenn ich schon mal da bin. Wenn wir schon was finden, nehmen wir es gleich mit. Das, obwohl, das lassen wir jetzt einfach mal da. Da kommt das Wasser her. Okay. Da ist auch noch Wasser. Wo kommt denn das her hier? Vor allem, warum fließt das jetzt schon um die Fackeln rum hier? Mag das keine Fackeln? Das ist eine Fackelphobie? Da kommt auch Wasser raus. Was ist denn das? Ist das so ein einzelner Wasserblock, der hier einfach in der Gegend rumsteht? Oder was ist das? Das ist ja richtig merkwürdig. Oh, jetzt muss ich aber erstmal zusehen, dass ich hier Fackelchen an die Wand bringe hier. Dann nehmen wir gleich raus hier, wenn wir schon mal da sind. Schön Redstone. Bisschen Uran. Bisschen Dunkeleisenerz. Ah, der ist schon echt seine Diamanten wert, der gute Turtle hier. Tuk, 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 tuk. Uranpechblende nehmen wir mal raus hier. Muss ich gleich mal gucken, was man daraus jetzt so machen kann. Ich weiß zwar, dass das irgendwie für die Reaktoren nachher da ist, womit man sich Strom erzeugen kann, aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht, wie das denn vonstatten geht. Da gehe ich dann lieber einmal nachsehen. Huch, Redstone. Da ist er fertig, sehr schön. Hast du was für mich? Ne, du hast keine Diamanten, du blöde Sau. So. Dann nehmen wir dich mal eben auseinander. Und sag ihm jetzt hier, glaube ich, erstmal, dass er nur 20 vorweggehen soll hier. So, machen wir das mal eben so. Tunnel 20. Und Eingabe und gib Gas. So, der müsste jetzt eigentlich keine Probleme haben, damit eben noch jetzt von der Stelle zu kommen. So, hat er hier noch oben irgendwas drin gelassen, was ich hier jetzt noch rausnehmen muss? Nö, da ist nichts, da ist nichts. Da sind auch keine Diamanten hinter. Schade eigentlich. Redstone. Zack. So, arbeite du mal, du blödes Ding. So, hier hat er schon. Hier wäre dann die nächste Linie gleich, die wir noch machen. Und das Wasser macht einen ja völlig Mischugge hier. Ich markiere mir das mal einmal und das nenne ich jetzt mal, wie nenne ich das Ding? Merkwürdige Wassersäule, was das wohl ist. Bin ja mal gespannt, ob ich neugierig bin, ob er jetzt hier noch was findet. Aber ich glaube, das wird wohl nichts mehr. Da hinten sehe ich, dass er noch was machen muss. Da hinten sehe ich vor allem, dass ich erstmal hier so eine Fackel setzen muss. So. Gehen wir mal lieber hier raus. Nicht, dass er uns dann gleich wieder tothaut oder so. Das kennen wir ja nur auch schon mittlerweile. Dass er da mannigfaltig Möglichkeiten zu hat.